Ich wünsche Ihnen allen einen guten Morgen des Kasamstags. In diesen Tagen der Krise fühlen sich viele Menschen von Gott verlassen. Scheinbar unbarmherzig wälzt sich die Viruswelle durch die Länder unserer Erde. Und viele fragen sich, wo ist Gott? Warum schweigt er? Warum tut er nichts? Ist Gott abwesend? Und vermutlich ist das auch genau das, exakt das Lebensgefühl der Jünger am Kasamstag. Nach den aufregenden Ereignissen des Karfreitags, nach dem Auf und Ab, nun die Nulllinie des Kasamstags. Nichts passiert. Grabesruhe. Kaum erträgliche Stille. Erschöpft und auf sich allein zurückgeworfen, nagen innerlich die Zweifel. Hab ich schon immer gewusst, das mit Jesus war eine Illusion. Es bleibt am Ende alles, wie es ist. Tod ist Tod. Jetzt wird endlich realistisch und kommt zur Vernunft. Es ist aus mit Jesus. Und am besten ist wahrscheinlich diese Stimmung wiedergegeben durch das Psalmwort: Meine Seele klebt am Boden. Wer aber denkt, dass eine äußerliche Nulllinie hieße, dass auch innerlich nichts passiert, der denkt wahrscheinlich auch, dass unter einer ruhigen Meeresoberfläche nichts passiert. Aber das Leben geht doch unvermindert weiter, aber eben in der Tiefe unten. Und Jesus ist nach seinem Tod nicht leblos in die Tiefe heruntergesunken, sondern wie uns das Glaubensbekenntnis sagt, er ist aktiv hinabgestiegen in das Reich des Todes, um dort im Zentrum des Dunkels ein neues Leben hinzubringen und eine Aufwärtsbewegung einzuleiten, um von daher die ganze Welt grundlegend zu erneuern. Und wenn jetzt hier ein Fisch zum Beispiel aus dem Wasser springen würde, erschrecken wir uns. Aber nur, weil wir die Aufwärtsbewegung des Fisches nicht nachverfolgen konnten. Wenn wir sehen könnten, wie er hochsteigt, wäre klar, dass er irgendwann die Oberfläche durchbricht. Und genau daran wird doch auch Maria, die Jünger, erinnert haben. Er hat es euch gesagt. Er wird sterben und am dritten Tag auferstehen. Und sie wird sie ermutigt haben. Vertraut ihm. Er ist treu. Auch über sein Verstehen hinaus. Und sein Wort ist wahr. Und deshalb gilt, durch dein Wort belebe mich neu. Und so segne euch auf die mütterliche Fürsprache Mariens, der allmächtige Gott, an diesem Kasamstag. Bewahre euch vor aller Ansteckung, stärke eure Abwehrkräfte und schenke euch Geduld und Beharrlichkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.